Frühstück. Also Sie können ja, ich nicht, weil ich muss mich konzentrieren, dass der Videokonferenz hinhaut. Aber schaut ganz gut aus. Guten Morgen, Markus Söder, Robert Einemann und Edmund Steuer. Frau Bemerkung? An Wanderbaustellen gibt es keine Blockabfertigung. Ja, servus und guten Morgen. Heute ist mein letzter Tag, den ich jetzt hier verbringe. Und das Wetter zeigt sich heute von der allerbesten Seite. Ihr seht das. Tolles Wetter, blauer Himmel. Die Berge sind gut zu sehen. Nur so ein paar ganz kleine Wolken sind hier am Hochkalter, am Watzmann. Sieht richtig schön aus. Ja, leider für mich weiterhin keine Bergtour. Ich hoffe echt, dass ich das dieses Jahr nochmal schaffe. Es tut mir mich wirklich im Herzen weh, jetzt hier nicht hoch zu können. Das ist sehr schade. Gut, ich werde jetzt versuchen, nochmal das Beste aus dem Tag zu machen, soweit es mir möglich ist. So ein bisschen Kleinigkeiten kann ich jetzt noch machen. Ich glaube, es geht heute mal zum Grassel für mich. Da kann ich mit meinen Krücken reinhumpeln oder mal an den Hintersee setzen. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Die werde ich jetzt heute noch machen. Da nehme ich euch nochmal mit. Aber leider ist viel mehr nicht möglich. Das tut mir echt weh, vor allem weil das Wetter so toll ist. Temperaturen sind gut, sollte heute 25 Grad werden, morgen noch mal besser. Ich wünsche natürlich jedem, der jetzt heute hier unterwegs ist, eine tolle Tour und dass man das genießen kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt mal fertig soweit und dann geht's gleich mal vor die Tür. Jetzt mal zum Grassel. Hier bin ich auch mal gern. Ein traumhaftes Wetter heute. Der Untersberg lugt da hinten hervor. Herrlich. Wie gern wäre ich da jetzt oben? Da blutet das Herz ein wenig. Schöne kleine Brennhütte. Früher konnte man hier Käse und Speck kaufen. Das ist leider nicht mehr möglich. Hier bietet sich an der Brennhütte nochmal ein traumhafter Blick hoch zum Kilstein bei perfektem Wetter.
herrlich, wie der Untersberg sich hier hinter dem Gerassel auftut. Ist auch immer wieder schön, das anzusehen. Wunderschön hier am Hintersee. Auch wenn ich mich nicht nur langsam hier fortbewegen kann, kann man das doch noch sehr genießen hier. Dieser gigantische Ausblick auf den Göll da hinten. Herrlich. Einen Snack zum Mittagessen, eine Thunfisch-Bruschetta bei diesem tollen Aussicht auf den Hochkalter und Schärpenspitze. Jetzt bin ich erstmal wieder zurück auf dem Zimmer. Ich habe versucht, heute so ein bisschen was von diesem schönen Wetter zu genießen. Konnte das auch schön machen. Es ging heute erstmal zum Grassel. Den wollte ich wenigstens nicht auch ganz auslassen. Ich war ja im Juni, wo ich hier war, auch schon gar nicht hier beim großen Grassel gewesen. Das habe ich jetzt wenigstens nochmal nachgeholt. Ich finde es da immer schön, gefällt mir da ganz gut. Ein bisschen was eingekauft. Und danach ging es noch an den Hintersee. Das war ein richtiger Genuss, dort bei der Seeklause zu sitzen, in die Berge zu gucken. Auch wenn einem das ein wenig weh tut, wenn man da hochschaut zum Hochkalter und den Hohen Göll, den kann man ja sehen. Den Edelweiß Lana im Rücken, wo ich eigentlich hin wollte, was ja auch nicht geklappt hat. Das ist schon schlimm, aber ich habe es fest auf der Agenda, fest auf dem Plan. In Zukunft kommen diese Touren mit Sicherheit noch und ich hoffe, dass ich vielleicht die ein oder andere Tour im Oktober schaffe. Das ist mein, auf jeden Fall mein fester Plan, im Oktober nochmal anzugreifen und den einen oder anderen Gipfel zu nehmen. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Genau. Danach habe ich noch ein bisschen Zeit am Böckelweiher genossen. Das konnte man auch direkt mit dem Auto anfahren und da noch ein bisschen auf der Bank sitzen und das dort genießen. Ja, und jetzt bin ich nochmal im Zimmer und
Heute Abend geht es noch ein letztes Mal zum Abendessen in die, ich wollte schon wieder Stadt sagen, in den Markt nach Berchtesgaden. Und ja, Akropolis ist heute mal angesagt als Abschluss. Und morgen geht es dann, wie gesagt, eine Woche früher nach Hause. Und ich bin gespannt, wann die OP ansteht. Montag habe ich schon zu Hause einen Termin beim Krankenhaus. Und ich denke mal, da wird es besprochen dann. Und hoffe, dass das dann zeitnah erfolgt. Umso schneller kann ja dann die Erholungszeit beginnen. Das ist es erstmal und ich würde sagen, jetzt gleich geht es dann schon wieder los. Jetzt geht es wieder los. Schon in Berchtesgaden angekommen. Ein Traum auf der Watz, beim Blick bietet sich überall. Hochkalter. Super Wanderwetter, nur leider nicht für mich. Standesgemäß gibt es wieder einen guten Buso-Teller beim Akropolis. Und dabei genieße ich diese gigantische Aussicht. Es ist so schön, Feldspitze hindurch, kann man schauen. Diesen tollen Blick auf den Watzmann genießen. Eigentlich hätte ich für heute geplant gehabt, zum dritten Watzmannkind zu gehen. Das hatte ich für den Freitag geplant bei dem tollen Wetter. Leider ist das jetzt nichts geworden, aber ich hoffe, dass das in naher Zukunft noch klappen wird. Ach, das werde ich schon sehr vermissen. Da bin ich wieder auf dem Zimmer nach dem guten Essen beim Akropolis. Es gab wieder einen Uso-Teller und das bei diesem gigantisch schönen Panorama zu genießen mit dem Blick auf Schönau, auf die Bergwelt vom Göll, vom Brett. Schönfeldspitze kann man sehen, den Watzmann. Einfach ein richtig schöner Traum, dort zu sitzen, das zu genießen. Selbst wenn man sich nicht so gut bewegen kann, war das doch jetzt noch ein richtiger Genussmoment heute Abend. Und jetzt eben gerade war hier sogar noch so ein bisschen Alpenglühen da so Richtung Jena. Richtig schön. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, das ist der letzte Abend. Morgen geht es dann jetzt leider eine Woche früher zurück, weil es nicht anders geht. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich dann im Herbst nochmal angreifen kann und vielleicht die eine oder andere Tour, die ich geplant hatte. Es waren ja einige, die jetzt auch bei dem schönen Wetter eigentlich möglich gewesen wären, dass ich die dann nachholen kann. Und werde ich natürlich dann wieder planmäßig per Video dokumentieren, wenn das dann soweit ist. Also es sind ja eigentlich nur 2 Monate. Ich hoffe, in der Zeit ist die Sache ausgestanden, ausgeheilt und dann wird es wieder auf den Berg gehen. Das ist der Plan. Ja, morgen ist der Abreisetag. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas einfange und zeige euch das dann natürlich auch noch. Ansonsten auf jeden Fall danke, dass ihr bis hierhin auch wieder zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald auch wieder in Berchtesgaden wieder.
Servus und guten Morgen. Heute ist leider Tag der Abreise. Was ist leider? Ich kann ja auch gar nichts machen. Das bei diesem traumhaften Wetter, wie ihr es gerade gesehen habt. Das tut schon wirklich ein bisschen weh, dass man da nicht rauskommt. Da tut nicht nur der Knöchel, das Bein weh. Da tut auch das Herz ein wenig weh, wenn man nicht in die schönen Berge kann bei diesem genialen, schönen Wetter. Aber ich gönne es jedem, der jetzt hier Urlaub macht, dass er schöne Bergtouren machen kann, die Zeit hier genießen kann. Ich hoffe, wenn ich dieses Jahr nochmal wiederkomme, dass ich ein ähnlich gutes Wetter haben werde und dann noch einige Touren machen kann. Gut, jetzt geht es erstmal zu meinem letzten Frühstück, beziehungsweise ich packe jetzt erst noch ein bisschen hier, versuche das mal, meine Koffer. Habe dann auch später Hilfe beim Beladen und ja, dann geht es auch auf die lange Rückfahrt heute. Ein letztes Mal zum Frühstück, leider. Zeige ich euch nochmal das Buffet. So, da gibt es noch einmal Frühstück. Das letzte Mal mit dieser schönen Aussicht hier. Ja, zurück vom Frühstück. Gerade nochmal die Aussicht geschaut. Das sieht so schön aus. Es ist so toll. Eine tolle Luft auch draußen. Es würde so Lust machen, jetzt wandern zu gehen. Ich muss jetzt auch weg. Ich ertrage das sonst leider nicht mehr. Es ist einfach zu schön, die Bergsicht draußen, wenn man da jetzt nicht los kann. Ja, ich hoffe echt, dass es bis Herbst wieder klappt und ich hier nochmal sein kann. Also, dass ich hier nochmal sein kann, da mache ich mir jetzt noch nicht mal so große Sorgen, aber dass das Wetter dann halt auch mitspielt und man nochmal einen guten Wanderherbst habt, da hoffe ich dann sehr drauf. Gut, ich packe jetzt und dann werde ich mich hier leider aus Berchtesgaden verabschieden. Jetzt geht's leider los. Ich fahre jetzt nur gerade bis zum Bahnhof und dann wird mein Auto übernommen. Bin ich nur noch Beifahrer. Einmal hier noch auf Berchtesgaden blicken. Traumhaft. Auch der Watzmann zeigt sich heute wolkenlos. Das ist unglaublich. Schön, aber für mich geht es jetzt nach Hause. Ich werde jetzt nach Hause gefahren. Die schlafende Hexe und genau dort oben den Sattel zwischen dem Busen und dem Mund auf der anderen Seite, da bin ich dann kurz nach dem Sattel gestürzt. Ja, zwischenzeitlich bin ich dann jetzt wieder zurück zu Hause, immer noch mit gebrochenem Sprunggelenk. Es ist jetzt Montag, normalerweise wäre ich jetzt bei traumhaftem Wetter noch in Berchtesgaden. Ist leider nicht der Fall, ich bin wieder zu Hause, aber stehe echt vor der Berchtesgaden-Fahne.
In 2 Tagen steht die OP an und ich hoffe, dass ich schnellstmöglich wieder fit bin, um wieder in Berchtesgaden und sonst wo auch wandern gehen zu können. Also im allerbesten Fall dauert es ungefähr 4 Wochen, bis ich das wieder so ein bisschen belasten kann. Im schlechtesten Fall eher so 10. Ich schau mal. Ich bin zuversichtlich, dass ich vielleicht dieses Jahr nochmal nach Berchtesgaden komme und ja, da nochmal wandern kann. Ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Was auch noch sehr positiv zu erwähnen ist von meiner Seite, wo ich abgereist bin im Hotel im Kohljasel, wurden mir tatsächlich nur 7 Tage berechnet, die ich auch da war, obwohl ich eigentlich 14 Tage gebucht habe. Ist ja eigentlich mein eigenes Verschulden gewesen. Ich hatte einen Unfall. Die hätten mir normal die volle Zeit in Rechnung stellen können, haben sie aber nicht gemacht. Ich finde das super nett und fair und werde auch bestimmt da in Zukunft nochmal hinfahren. Ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Und sobald es etwas Neues kommt, sobald ich etwas Neues weiß, auch wann es wieder losgeht in Berchtesgaden, werde ich da auf jeden Fall ja, vielleicht einen Infopost machen bei YouTube oder hier an das Video noch etwas anfügen. Jetzt sieht's aus. Ja, und jetzt in 15 Minuten ungefähr komme ich in den OP-Saal und dann geht's los. Ungefähr 1 Stunde OP. Ja, mal schauen. Ich hoffe, das geht alles gut und ich bin wieder schnell einsatzfähig. Komm einmal raus hier vom Aufnahmezentrum. Nach der OP aus mit Verband. Bisschen Schmerzen, aber geht. Servus und willkommen zu einem kleinen Zwischenupdate, dass ich jetzt mal an dieses letzte Video hier anhänge. 1 Woche ist jetzt seit meiner OP vergangen. Ich blende jetzt auch mal hier ein Bild, ein Röntgenbild, das ich bekommen habe nach der OP. Da kann man jetzt ganz gut sehen, die Platte und die Schrauben, die jetzt in meinem Gelenk sind. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt dann recht schnell genesen werde. 1 Woche ist jetzt vorbei. Der Arzt sagte, 6 Wochen kann ich das Bein mit ungefähr 20 Kilo belasten. Und danach soll ich es wohl voll belasten können. Na gut, ich hoffe mal, dass das so ist und dass ich auch dann damit wieder jetzt schnell ans Laufen komme. Ja, schnell in Anführungszeichen. Also eine Bergtour wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. Aber bestimmt vielleicht nochmal die ein oder andere Wanderung, auf der ich euch dann mitnehme.